Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat Februar für euch. Ich habe weiterhin bei der Doppelmonats-Challenge im Lesegarten mitgemacht. Und zwar ist das eine Titel-Challenge gewesen, wo man alle möglichen Titel von A bis Z in zwei verschiedenen Teams gegeneinander lesen musste. Schwierige Buchstaben wie Q beispielsweise waren ausgeklammert und sowohl die Reihentitel als auch die Untertitel haben nicht gezählt. Und dazu gebe ich euch zum Ende der Folge nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie der aktuelle Status so war. Das erste Buch, was ich im Februar gelesen habe, war Dead Silence von S.A. Barnes. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag mit 445 Seiten und ist frisch im Januar 2024 erschienen. Und für mich war es mal was ganz anderes, denn es ist Horror-Sci-Fi. Claire ist verzweifelt. Bald soll ihre Karriere schon zu Ende sein. Sie ist Teamleiterin auf einem Raumschiff, das für ihren Mutterkonzern Verux in den entlegensten Winkeln des Universums alte Systeme repariert bzw. abschaltet, damit neue Technik Einzug halten kann. Auf ihrer letzten Mission findet die heterogene Crew, die nie zu einer Einheit zusammengefunden hat, ein überaus wertvolles Wrack. Das Luxusraumschiff Aurora, das unter mysteriösen Umständen auf seiner Jungfernfahrt verschwand und viele absurd reiche und berühmte Gäste transportierte. Im All gilt das Findergesetz. Alles, was die Crew an wertvollen Gegenständen abstauben kann, dürfen sie zu Geld machen. Damit könnte Claire sich beruflich etwas Eigenes aufbauen. Also willigt sie ein, die Aurora zu plündern. Doch auf dem Schiff findet sie Horrorszenarien vor und irgendwas geht dort nicht mit rechten Dingen zu. Bald wünscht sich die Crew, dass sie niemals an Bord gekommen wäre. Es war, was es versprach. Horror im Weltall. Man ist sich die ganze Zeit über nicht sicher, was von den Ereignissen sich nur in Claires Kopf abspielte und was Realität war. Claire berichtet in Rückblenden einem Untersuchungskomitee ihres Konzerns von den Vorkommnissen. Sie leidet seit einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit aber auch an Halluzinationen und sieht Tote, als wären sie noch am Leben. Die Aurora selber erinnert von den Beschreibungen her total an die Titanic und die Frage, was damals passiert ist und die Auswirkungen der Tragödie mit den ganzen Leichen zu sehen, erzeugt schon eine richtig gruselige Grundstimmung. Es war sehr düster und gruselig, sowie echt gut erzählt, mit einer nicht vertrauenswürdigen Erzählerin und einem Schrecken, der plausibel aufgelöst wurde. Von mir dafür 4 Sterne. Wegen der A bis Z Challenge habe ich zu Zorn und Morgenröte von René Adi gegriffen. Das ist ein Lübbe Audio Hörbuch gewesen mit einer Laufzeit von 7 Stunden 17 Minuten aus dem Jahr 2016 und es war sogar ein Titel von meiner 12 für 2024 Liste. Gelesen wurde es von Laura Mehr, die hat 198 Ergebnisse auf Audible und sie liest immer super, sie hat eine tolle Stimme, ich mag sie sehr, sehr gerne. Es geht um Shahzad, die freiwillig den Kalifen heiratet, dessen Routine es ist, Frauen zu heiraten und sie im Morgengrauen an einem Seidenschal zu erhängen. Warum sie das tut? Weil sie dieses Monster töten will, um Rache am Mord ihrer besten Freundin zu nehmen. Ihre Masche, um lang genug zu überleben? Sie erzählt Khalid die Nacht hindurch spannende Geschichten aus Tausend und einer Nacht, um an der unmöglichsten Stelle aufzuhören. Es hat mir leider nur mittelmäßig gefallen. Es kommt, wie es kommen muss. Shazi entwickelt Gefühle für Khalid und verschont ihn. Währenddessen mobilisiert Shazis Ex-Verlobter einflussreiche Männer des Reiches zu einem Aufstand oder Krieg. Natürlich findet man noch heraus, warum Khalid alle seine Bräute umbringen lässt und auch eine magische Komponente ist dabei. Zu mir sind aber die Motivationen der Charaktere nicht durchgedrungen, zum Beispiel warum sich Shahzad in den Mörder ihrer Freundin verliebt, anstatt ihn zu töten. Ehrlicherweise wurde es nur damit begründet, dass er nach Sandelholz riecht. Und wenn er ein böser, fieser Mörder ist, dann kann er ja nicht lachen, singen und nach Sandelholz riechen. Und auch seine Hintergrundgeschichte inklusive Grund für seine Morde war fad und oberflächlich und ja, haben ihn mir nicht näher gebracht. Es gibt aus der Reihe noch 3 Kurzgeschichten und einen Nachfolgeband, dessen Inhalt ich mir dann bei Spoiler-Rezis auf Goodreads durchgelesen habe. Meine Zeit wollte ich nämlich für ein weiteres Hörbuch nicht dafür opfern und scheine auch nichts verpasst zu haben. Die Handlung von Band 2 kam wohl sehr schleppend in Fahrt und die Konflikte waren ziemlich weit von Band 1 entfernt. Hätte mir also wahrscheinlich sogar noch weniger gefallen, das hier bekommt solide 3 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Wie man einen Lord gewinnt von Martha Waters. Ist im Forever Ullstein Verlag erschienen. 436 Seiten aus dem Jahr 2021. Und das ist ein sogenannter Sub-Senior bei mir, denn der ist ja einer der ersten 6, die quasi auf meinem aktuellen Sub eingezogen sind. Das ist eine romantische Komödie im Großbritannien des 19. Jahrhunderts. Nach überstürzter Hochzeit und einem großen Streit reden Lord und Lady Audley kein Wort mehr miteinander, obwohl die Chemie zwischen ihnen mal sehr gut stimmte. Um ihrem Mann eins auszuwischen, tut Violet so, als wäre sie schwer krank. Leider durchschaut James die fiese Lüge und sinnt auf Rache. Ob sie bei dem Tohuwabohu ihre Liebe und Leidenschaft füreinander wiederentdecken? Es war romantisch und amüsant unterhaltsam.
aber mir gerade zum Ende hinaus zu viel hin und her. Dadurch hat es sich leider an einigen Stellen gezogen. Auch bei dem großen Freundeskreis von Violet und James hat man direkt gemerkt, dass die nochmal für weitere Geschichten in der Reihe herhalten werden. Ich könnte mir vorstellen, die Reihe weiterzulesen, aber vielleicht eher mal so eines Tages und als Hörbuch. Von mir hierfür 4 Sterne. Das nächste Hörbuch, zu dem ich gegriffen habe, war Du hast mich voll erwischt von Annabelle. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Ist im Januar 2024 erschienen und hatte eine Laufzeit von 9 Stunden und 33 Minuten. Gelesen wurde es von Yejim Maishide. Die hat 180 Ergebnisse bei Audible. Und ich fand, sie klang so ein bisschen wie eine dunklere Version von Christiane Marx, was ich echt gut fand. Sie hat auch sehr lebendig gelesen. Edie wird 35 und ist nicht so wirklich glücklich in ihrem Leben. Mit 18 stand ihr gefühlt die Welt offen, sie wollte studieren und erlebte einen magischen Sommer als Aushilfskraft in einem Feriencamp, bis ihre Mutter tödlich verunglückte und ihr Vater in Trauer zum Alkoholiker wurde. Gezwungen, Verantwortung zu übernehmen, arbeitet Edie nun in der Firma ihrer Eltern in einem Job, den sie nie wollte, und ist mit dem langweiligen Miles zusammen, der ihre innersten Sorgen und Wünsche gar nicht kennt, während ihre Freunde Familiengründen und aufregende Dinge erleben. Da erhält Edie an ihrem Geburtstag eine vordatierte Mail ihres jüngeren Ichs aus der Sommercamp-Zeit, die sie schon ganz vergessen hatte, geschrieben zu haben. Eine lebenslustige andere Edie schimmert durch und stellt der alten Edie Aufgaben, wie zum Beispiel einen ganzen Tag lang Ja zu sagen. Edie blüht wieder auf, fängt in einer Impro-Theatergruppe an, liest traumatisierten Kindern vor und sucht die Verbindung zu ihren Sommercamp-Freunden. Besonders das Wiedersehen mit Joel, mit dem sie damals anbandelte, weckt in Edie schon ganz vergessene Gefühle und eine tiefe Vertrautheit. Doch können die beiden ihre Leben komplett umkrempeln und einen Neuanfang wagen? Es hat mir richtig gut gefallen. Es war eine klassische romantische Geschichte mit Happy End, die sich ja besonders die Frauen anspricht, die sich Kinder wünschen oder sich fragen, ob sie in ihrem Leben die richtige Richtung eingeschlagen haben. Ich persönlich fühlte mich von den Beschreibungen des Familiengründens und was das mit einem als Frau und mit seinem Leben macht, eher in meiner Entscheidung bestätigt, keine zu wollen. Aber das ist ja ganz individuell, wonach man sich sehnt und wonach nicht. Locker leicht, gut geschrieben und mit runden Charakteren kann ich empfehlen. Von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Weißt du, Leila schiebt die Salz- und Pfefferstreuer auf dem Tisch herum und vermeidet es, mir in die Augen zu sehen. Es könnte dir jedoch nicht schaden, ein wenig Rat von der Edie von damals anzunehmen und hin und wieder deine Komfortzone zu verlassen. Du verbündest dich mit meinem früheren Ich? Nicht verbünden. Aber es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn du ein bisschen mehr aus dir herausgehst. Dein Leben ist so durchgeplant, dass deine Büroleiterin jeden deiner Schritte vorhersagen kann. So vorhersehbar bin ich doch wirklich nicht. Bitte sehr das Gleiche wie immer, sagt Sue in dem Moment und stellt unseren Kaffee vor uns auf den Tisch. Leila beißt sich auf die Zunge und ich merke, wie sie gegen das Lachen ankämpft. Ich mag halt Routine, verteidige ich mich und ziehe meinen Kaffee Americano näher zu mir. Das geht mir doch nicht anders. Beim Alltag mit den Zwillingen sehne ich mich sogar danach. Vielleicht bin ich auch nur insgeheim neidisch auf dich. Auf mein Leben kann man wirklich nicht neidisch sein. Oh, bitte. Eine perfekt geschnittene Wohnung in einem wunderschönen Gebäude mit Blick über die Stadt. Mit 35 Chef in einer Firma. Gut aussehender Freund. Nein, nicht so neidisch zu sein, sagt Leila und nimmt sich eine Salzstange. Komm schon, du führst doch ein tolles Leben. Ich weiß, und ich bin auch sehr glücklich. Aber manchmal träume ich von einer ruhigen Wohnung, in der ich hinter niemandem herräumen muss, außer mir selbst. Für einen Moment verliert sie sich in ihrer Fantasie, ehe sie fortfährt. Ich will auch nur sagen, dass es gut ist, ab und zu einen kritischen Blick auf das eigene Leben zu werfen. Aus sich herauszugehen, etwas Neues auszuprobieren. Zum Beispiel nächste Woche in der Mittagspause in ein anderes Café zu gehen. Psst, lass du das nicht hören. Leila lacht. Um meinen Sub weiter abzubauen, habe ich zu einem Hörbuch gegriffen, und zwar zu Die Galaxie und das Licht darin aus der Wayfarer-Reihe von Becky Chambers. Das ist eigentlich bei mir auf dem Sub als Printausgabe im S. Fischer Thor Verlag bzw. als Bücherbüchse-Ausgabe. Ich habe es jetzt aber als Hörbuch gehört, von der Bücherei ausgeliehen, ist im Argon Verlag erschienen und hatte eine Laufzeit von 11 Stunden 24 Minuten aus dem Jahr 2022. Als Buch hätte es 399 Seiten gehabt. Und das ist ein Reihentitel und somit habe ich auch die Reihe erstmal leider beendet. Es sind nämlich momentan 4 Bücher erschienen und 4 Bücher habe ich jetzt auch gelesen und es ist zu einem richtigen Herzensbuch geworden. Es wurde wieder gelesen von Martha Kindermann, die hat eine tolle Stimme, die sie auch verstellt, je nach Spezies, und hat 98 Ergebnisse auf Audible. Und es war so ein toller 4. ja, Abschlussband, also theoretisch könnte man noch ansetzen und weitere Bände schreiben. Ich hoffe, das tut auch Becky Chambers. Es ist eine cozy Sci-Fi-Reihe und es gefiel mir wieder richtig, richtig gut. 3 Fremde, Rovek, Pai und Speaker, stranden aufgrund einer Art, ja, Technikausfall im liebevoll geführten Motel
Five Hop One Stop von Uolo und ihrem Kind Tupo an einer Art ja, Allautobahn bzw. Knotenpunkt für Reisen im Weltraum. Die 5 Tage Abgeschnittenheit zur Außenwelt lässt sie zusammenwachsen, sogar zu Freunden werden. Denn sie haben ganz viel Zeit, ihre Spezies und ihre ganz persönlichen Konflikte und Eigenarten kennenzulernen. Ein Plädoyer für mehr Toleranz und Mitgefühl und dass man sich auf einem fremde Kulturen einlassen sollte. Ich lieb's sehr. Eine Person kennen wir hier auch, nämlich Pai, die Geliebte von Pilot Ashby von der Wayfarer aus Band 1, in deren Spezies eine interspeziäre Beziehung ein absolutes Tabu ist. Sie ringt mit sich, ob sie die nun schon 4 Jahre andauernde Beziehung publik machen soll, obwohl sie dann gesellschaftlich und beruflich geächtet werden würde. Es war wieder richtig schön zum Wohlfühlen und alle Charaktere sind mir während dieses kurzen Hörbuchs sehr ans Herz gewachsen. Ich habe gemerkt, dass ich sehr gerne und zu jeder Gelegenheit weitergehört habe, was immer ein Kriterium für gute und packende Bücher ist. Ich fand es wirklich ganz toll von mir. 5 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Das Versprechen von Glück aus der Gameshow-Reihe von Franzi Kopka. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden und 26 Minuten und es ist bereits 2023 erschienen. Ich bin aber jetzt erst dazu gekommen, es zu hören. Gelesen wurde es von Marilou Poolman. 70 Ergebnisse hat sie bei Audible und sie hat eine angenehm dunkle Stimmfarbe, hat auch gut betont, aber Charakterunterschiede zum Beispiel konnte ich jetzt nicht so raushören. Es geht hier ja um eine dystopische Gesellschaft, die durch ein farbiges Kastensystem aufgeteilt ist. In der roten Zone kämpfen Spieler bis auf den Tod gegeneinander. Alle höher gestellten Gesellschaftsschichten, zum Beispiel Purpur, Silber und Co., wetten auf diese Spieler, erhalten dafür Credits und Reichtum und streben alle danach, in die weiße Zone aufzusteigen, die Creme de la Creme. Cass lebte einst sorgenfrei in Purpur, wurde dann aber aufgrund der Spielsucht ihres Vaters in die rote Zone degradiert, musste an tödlichen Spielen teilnehmen und hat versucht, sich wieder hochzukämpfen. In diesem Band geht es, wie in Dystopien üblich, darum, das System zu stürzen. Der Plan dafür war aber dermaßen Quatsch, fand ich. Die Untergrundkämpfer hatten bereits Filmmaterial von einem üblen Verrat der Regierenden, mussten dann aber weitere der tödlichen Spiele gewinnen, um genau diese Situation erneut nachzustellen, damit die Öffentlichkeit davon erfährt. Warum sie nicht einfach das existierende Material verwendet haben, erschließt sich mir bis heute nicht. Dazu kam noch eine, ja, quasi Auferstehung von den Toten. Da war jemand bereits tot, wurde dann aber in letzter Sekunde von einem Gegenmittel gerettet. Und diverse umoperierte Personen, die Cash schon von früher kannte, aber danach nicht wiedererkannt hat, fand ich alles super merkwürdig. Das Ende war dann sehr zuckergussig, ohne wirklich aufzulösen, wie es weitergehen wird in der Gesellschaft, wer nun die Macht hat und so weiter. Dementsprechend war es leider nicht meins. Ich fand es relativ generisch und wie gesagt auch an vielen Stellen unplausibel. Deswegen gibt es dafür leider von mir nur 2 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Das Beben wird noch heftiger. Meine Welt verschwimmt in Dunkelheit. Endlich schafft es der Schrei aus meiner Kehle. Und dann werde ich einfach mitgerissen. In eine fremde Erinnerung, die ich wieder und wieder durchleben muss. Mein Name ist Dre. Es ist wichtig, dass mir das bewusst ist. Dre ist nicht mein wirklicher Name, nur mein Gamertag. Ich war Favorit seit meinen ersten Spielminuten, stolzer Siegender der 79. Gameshow. Jetzt bin ich Gejagter, zum Tode Verurteilter, Opfer eines Systems, das perfide wie genial ist. Ich hätte es ahnen können, wir alle hätten es ahnen können. Aber wir waren nur die Bauern auf einem Schachfeld, das von Game Mastern regiert wird. Bauern, die sich ihren Weg zur Niederlage voller Ehrgeiz erkämpft haben. Weil wir dachten, man würde unsere blutgetränkten Hände dort haben wollen, wo alles blütenweiß ist. Das nächste Buch, was ich beendet habe, war Kalte Asche von Simon Beckett aus dem Rowohlt Verlag mit 432 Seiten von 2008. Seit langer Zeit habe ich hier wieder mal zu einem E-Book gegriffen. Es stand auf meiner 12-4-2024 Liste und war gleichzeitig ein Reintitel. Also 2 Fliegen, eine Klappe. Es geht hier um Forensiker David Hunter. Er sitzt auf einer sturmumpeitschten Insel mit einer verkohlten Leiche fest. Hilfe kommt nicht durch, denn auf dem Festland gab es ein großes Zugunglück, mit dem die Polizisten und Spurensicherer beschäftigt sind. Deswegen wird er quasi schon mal vorgeschickt und darf dort mit 2 anderen Polizisten zusammen die Situation mal anschauen. Die Lage spitzt sich dann sehr schnell zu. Der Sturm macht ein Übersiedeln der helfenden Ermittler unmöglich und dann gibt es immer mehr Vertuschungsmorde und Feuer. Selbst Hunters Leben gerät in Gefahr. Der Mörder muss von der Insel stammen. Wer ist es? Mein 2. Simon Beckett bzw. David Hunter, ein klassisches Whodunit-Setting auf einer von der Außenwelt abgeschnittenen Insel. Aber irgendwie haben die beiden Polizisten, die als Minimalaufgebot mit David auf die Insel gingen,
Null ermittelt. Es wurde nicht eine Person großartig befragt. Stattdessen hat Hunter mit seinen sehr beschränkten Mitteln herausgefunden, wer die Leiche ist, wie sie umgekommen ist und weitere forensische Erkenntnisse ausgegraben. Als Leser hat man bis zum Schluss kaum Hinweise bekommen, wer der Mörder ist. Entsprechend gab es wieder viele falsche Fährten und unwahre Mutmaßungen. Die Auflösung war aber wenigstens nicht mehr so unglaubwürdig und mit 8 verschiedenen Fährten wie beim Vorgänger. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass Hunters Beziehung, die in Band 1 entstanden war, hier direkt von der ersten Seite an so gut wie wieder vorbei war, weil er seinen Job mehr liebt als sie. Es wurde auch auf dieser Insel wahnsinnig viel herumgefahren. Hunter ist beinahe im Moor verendet, weil er sich nachts nach einem Autounfall verlaufen hat. Und insgesamt war es somit ein bisschen viel hin und her gefahren in bedrohlicher Atmosphäre. Das hat das an sich solide Buch ein wenig unnötig aufgebläht. Wie gesagt, Hunter war auch ein bisschen zu häufig für meinen Geschmack in Todesgefahr. Aber insgesamt solide und von mir 3 Sterne. Ein weiteres Buch habe ich als Hörbuch gehört, obwohl ich es eigentlich als Printausgabe bei mir auf dem Sub hatte, und zwar City of Burning Wings von Lily S. Morgan. Das habe ich via Bücherhallen ausgeliehen, hatte eine Laufzeit von 9 Stunden 43 Minuten aus dem Silberfisch oder Hörbuch Hamburg Verlag von 2021. Und wie gesagt, eigentlich hatte ich es als Carlsen-Buch mit 397 Seiten von 2021 auch auf dem Sub. Und das ist eins meiner Sub-Senior-Bücher. Gelesen wieder von Yejim Maisheit. Mit ihr hatte ich ja diesen Monat schon einmal das Vergnügen. Auch hier fand ich sie gut. Sie hat super lebendig gelesen, relativ schnell. Und ja, klingt wie gesagt wie so eine dunklere Version von Christiane Marx, finde ich. Ein Einzelband aus dem High-Fantasy-Bereich, das ist ja schon mal ungewöhnlich. Die Autorin ist übrigens erfolgreiche Buchbloggerin, daher war ich gespannt, ob hinter den recht guten Bewertungen, 3,99 von 5 auf Goodreads, auch was Gutes steckt oder ob da die Fangemeinde sehr wohlwollend bewertet hat im Vergleich zu vielleicht meiner Meinung. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um in die Geschichte reinzukommen und kann auch gar nicht so genau benennen, woran das lag. Es geht hier um eine Welt, in der Menschen Vogelflügel haben, mal vom Schwan, mal vom Raben, mal vom Eichelhäher, you name it. Die wenigen Menschen, die ohne Flügel geboren werden, werden verachtet und gelten als Unglücksbringer. Dumm nur, dass der neue König genauso ein Flügelloser ist. Luan stammt zudem aus dem Elendsviertel und ist noch sehr jung, und so schmieden die reichen, sogenannten Himmelstürmer, Pläne, ihn aus dem Weg zu schaffen und die Herrschaft zurückzugewinnen. Die eigentliche Erbin, Mei, ist völlig überrumpelt. Nicht nur ist der alte König viel zu früh gestorben, er hat auch noch seine Magie auf Luan statt auf sie übertragen. Zähneknirschend übernimmt sie Luans Ausbildung, damit das Land weiterhin vor den mächtigen und alles in Flammen steckenden Blutlichtern geschützt ist. Luan macht es ihr alles andere als leicht, wodurch sich die beiden ganz schön reiben und auch die eine oder andere lustige Situation entsteht. Natürlich knistert es dadurch auch zwischen ihnen, es bleibt aber sehr brav beim Küssen. Mir hat sehr gut gefallen, wie tough und im Herzen gut beide Protagonisten sind, wie sie sich kabbeln und sich langsam ineinander verlieben. Auch die Handlung ist nicht zu kurz gekommen mit einigen Geheimnissen, die gelüftet werden wollten. Einzig die Welt ist mir die ganze Zeit ein wenig fremd geblieben. Warum gibt es zum Beispiel die Glutlichter und sind sie fühlende Wesen? Wie sind die Geflügelten entstanden? Das kam mir irgendwie ein bisschen zu kurz. Aber insgesamt ein tolles Buch mit Sogwirkung. Von mir 4 Sterne. Nach Kalte Asche folgte noch Heiße Asche. Als nächstes gelesen habe ich Heiße Asche aus der Fuse-Reihe von E.L. Todd. Das ist im Self-Publishing Verlag erschienen und hat 588 Seiten. Das hört sich das mal richtig viel an. Ist aber groß gedruckt gewesen. Aus dem Jahr 2022. In dieser Reihe, die ich ja erst zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, geht es um Cora, die mehr vom Leben erwartet, als nur in ihrem kleinen Dorf zu bleiben und zu heiraten. Und um Flair bzw. Rush, einem Mann, der mit einem Drachen zu einer Person fusioniert ist und der seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen möchte. Leider bin ich kein Fan von Ausbildungssituationen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Deshalb hat sich dieser Band bis gut 2 Drittel für mich sehr gezogen. Bis dahin lernt Protagonistin Cora nämlich in einem Elfendorf kämpfen und Magie, wobei ihr nur Verachtung entgegenschlägt, während Protagonist Flair bzw. Rush tagelang segelt, um andere Verbündete für seinen Feldzug gegen den grausamen und unsterblichen König zu gewinnen. Im ersten Band gab es mehr Zeit zusammen und somit Platz für Kabbeleien und gegenseitige Anziehung. Das kam hier ja erst im letzten Drittel langsam zurück, wurde aber überschattet, finde ich, von einer Liebesbeziehung, die aus unlogischen Gründen nur temporär bleiben sollte, damit ganz zum Ende Trennung und Herzschmerz warten konnten. Der unlogische Grund lautete, er hat ihren biologischen Vater auf dem Gewissen, deswegen kann sie nur temporär mit ihm schlafen. Hä? Ein weiterer Kritikpunkt, der mich sehr irritiert und aus der Welt herausgerissen hat. Wir sprechen hier von High Fantasy mit Drachen und in einer mittelalterlich angehauchten Welt ohne Elektrizität, und dennoch kennt jeder Kaffee und Sushi. Letzteres wurde nur erwähnt, um einen Witz machen zu können. Insgesamt war dieser Band für mich sehr zäh und ein typischer Mittelteil, weil kaum was passierte, aber viel gesprochen und ausgebildet wurde, unterbrochen von einigen lustigen Passagen und auch Schlagabtäuschen, aber ich hoffe, dass das Tempo und die Handlung mir in Band 3 wieder besser gefallen wird. Für diesen Band gibt es von mir nur 2 Sterne.
Zum Ende des Monats habe ich nochmal zu zwei kurzen Hörbüchern gegriffen, die für die A-Z-Challenge wichtig waren. Das waren einmal Zeitsplitter, die Jägerin von Christine Terrell aus dem DRV-Verlag mit 6 Stunden 15 Minuten Laufzeit und aus dem Jahr 2014. Und dann Panik, wer Angst hat, ist raus von Lauren Oliver, da sage ich gleich nochmal was zu. Zu Zeitsplitter habe ich gegriffen, weil noch dringend ein Set für die Monatschallenge benötigt wurde. Gelesen wurde das von Jodie Alborn, die hat 261 Ergebnisse, und Britta Steffenhagen mit 139 Ergebnissen, die dieselbe Person in 4 Jahren Abstand lesen, nämlich unsere Protagonistin Marina bzw. M. Dazu passend klang eine ganz weich, jung und vertrauensvoll und die andere hatte so eine kratzige, abgeklärtere Stimme, was ich echt gut umgesetzt fand. Durch die zwei unterschiedlichen Stimmen konnte man auch gut hören, welche Version von Marina bzw. M jetzt gerade erzählt. Es geht nämlich um eben jene Marina oder Marina, die wie ein typischer später Teenager gerade ihren Abschluss macht, über Jungs nachdenkt und in eine rosige Zukunft blickt. Gerade auch, weil sie finanziell gut dasteht. Abrupte Vorblende zu in 4 Jahren. Marina nennt sich mittlerweile M und wird von ihrem besten Freund aus Kindheitstagen, James, gefoltert. Er hat nämlich als Wunderkind eine Zeitreisemaschine entwickelt und steigert sich in seine Version von alles wieder gut machen rein. Wobei er alles nur noch schlimmer macht, inklusive der Weltwirtschaft und Weltordnung, die bereits komplett aus den Fugen geraten ist. Für M und Finn, James' besten Freund, ist klar, sie müssen in die Vergangenheit zurückreisen und James umbringen, bevor er die Maschine überhaupt erfindet. Doch das ist gar nicht so leicht, wenn es um den besten Freund geht. Ein sehr spannendes und gut umgesetztes Jugendbuch zwischen Sci-Fi, Thriller bzw. Action und der ersten großen Liebe. Es gab Attentate auf Gardas, Verfolgungsjagden, das FBI, Folter und weitere Elemente einer sehr spannenden und bedrohlichen Geschichte. Hatte Hand und Fuß, kann man sehr gut lesen und hat mir gut gefallen. Von mir 4 Sterne. Und der eine oder die andere hat vielleicht schon mal Panik, wer Angst hat, ist rausgelesen von Lauren Oliver. Auch das war ein relativ kurzes Hörbuch aus dem Silberfisch Verlag mit einer Laufzeit von 6 Stunden und 3 Minuten, auch aus dem Jahr 2014. Gelesen von Julia Nachtmann, die hat 261 Ergebnisse, die ist auch gut bekannt und hat es gut gelesen. Die Schulabgänger aus Heathers Örtchen haben eine gefährliche Tradition. Für einen Jackpot, der durch alle Teilnehmenden zusammenkommt und der ein ordentliches Sümmchen im mittleren fünfstelligen Bereich beinhaltet, begeben sie sich auf immer krasser werdende Mutproben. Vom relativ harmlosen von den Klippen ins Meer springen bis hin zu russisch Roulette, so lange wie möglich in einem brennenden Gebäude bleiben, bis hin zu einem Autorennen, bei dem verliert, wer zuerst ausweicht, ist alles dabei. Heather will ihre kleine Schwester und sich aus dem toxischen Umfeld retten, in das ihre alkoholsüchtige Mutter die beiden zwingt und lässt sich deshalb auf Panik ein. George wiederum hat ganz andere Motive. Seine Schwester sitzt seit ihrer Runde Panik einige Jahre zuvor im Rollstuhl und er will sich rächen. Werden beide unbeschadet aus Panik rauskommen? Ich fand, das war ein gutes, solides Jugendbuch, bei dem ich aber nie so richtig Verständnis für das Spiel entwickelt habe. Das sind halt potenziell tödliche Aufgaben, also muss das? Besonders nachdem bereits Kinder dadurch nachhaltig verletzt wurden. Ja, Teenager testen ihre Grenzen aus, aber das hier war einfach dumm. Wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es auf jeden Fall spannend, aber ich fühle mich da irgendwie zu alt für. Deswegen hat dieses Buch von mir nur 3 Sterne bekommen. In einer Leserunde mit Becca von Beckers Bibliotheka habe ich Das irrationale Vorkommnis von Liebe von Ellie Hazelwood gelesen. Das ist eine Bücherbüchse-Sonderausgabe, die ich hier habe, mit 367 Seiten aus dem Jahr 2022. Und nachdem ich es gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht lasse ich das Projekt AutorInnen wieder aufleben, nur für Ellie Hazelwood, denn ich würde gerne alles von ihr lesen. Sie schreibt einfach so gute Feelgood-Bücher mit einem totalen, weirden, aber irgendwie auch tollen Humor. Einzig die Sexszenen passen irgendwie nicht zu den Geschichten und fallen aus dem Rahmen, aber dieses Buch hat mir sogar noch besser gefallen als Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Aber einmal auf Anfang. Es geht hier um Dr. B. Königswasser, eine Neurowissenschaftlerin, die ein tolles Projekt angeboten bekommt. In Zusammenarbeit mit der NASA soll sie Helme entwickeln, die die Gehirne der Astronauten stimulieren und somit für Höchstleistung sorgen. Einziges Problem, sie wird dort auf Dr. Levy Ward stoßen, mit dem sie schon im Studium nicht konnte und der ihr damals bei jeder Gelegenheit zeigte, wie wenig er sie leiden kann. Und auch in Houston angekommen wird es nicht besser. Ihre Arbeit wird sabotiert, ihre Forschungsgeräte und Zugangskarten fehlen und Ward weist sie wegen ihrer Kleidung zurecht, obwohl das halbe Labor rumrennt wie auf einer Gartenparty. Bee ist sauer, aber sie steht für sich ein. Und ärgerlicherweise ist Levy Ward erstaunlich attraktiv. Ich fand es so charmant, so süß und so nerdig. Ich hab's richtig gefeiert. Von einer Marie Curie-Obsession bis hin zu nerdigen Katzenwortwitzen war alles enthalten. Bee ist total verpeilt und muss beispielsweise nachts von einem Friedhof gerettet werden. Levy hat das Herz am rechten Fleck und das bei einer Familie, die alles andere als nett zu ihm ist und war. Die Geschichte ist vielschichtig und ein kleiner Slowburn, was das Ende umso schöner macht. Bis auf die eingangs erwähnten Sexszenen, die seltsam losgelöst und irgendwie unpassend zu der bisherigen Geschichte wirkten und fast wie eine Kopie der Sexszenen aus Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe auch gewirkt haben, hat es mir echt gut gefallen. Es war charmant, witzig, liebevoll. Wer so ein Buch lesen möchte, ist hier genau richtig. Es bekommt von mir 5 Sterne.
Das finale Hörbuch, was ich in diesem Monat gelesen habe, ist If We Were a Movie von Kelly Oram. Das habe ich eigentlich auf dem Sub auch wieder als Printausgabe. Im One Verlag ist es erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 415 Seiten aus 2016. Und ich habe es via Libby als Hörbuch gehört, also von meiner Bibliothek ausgeliehen. Das ist im Lübbe Audio Verlag erschienen und hat eine Laufzeit von 9 Stunden und 57 Minuten. Gelesen wurde es von Michael Borgard, der hat nur 33 Ergebnisse auf Audible, hatte aber eine ganz sanfte und leicht jugendliche Stimme, was perfekt zum Ich-Erzähler gepasst hat. Es ist nämlich ein New-Adult-Roman, wo es um Studierende geht. Nate wird von seiner langjährigen Freundin Sophie und seinen zwei Drillingsbrüdern herumkommandiert. Dabei möchte er sich im Musikstudium ausprobieren, neu erfinden und Erfahrungen machen. Als er eine geheimnisvolle Chinesin umrennt und sie ihm von Jordan erzählt, der einen Mitbewohner sucht, glaubt Nate, er hätte die Lösung für seine Probleme gefunden. Aber es stellt sich heraus, Jordan ist eine junge Frau, was insbesondere Sophie gar nicht schmeckt. Aber die beiden verstehen sich direkt super. Er ein Musik- und sie ein Filmfreak. Jordan steht für Nate ein und hilft ihm, unabhängiger zu werden. Und irgendwie knistert es zwischen den beiden gewaltig. Ich fand es echt gut geschrieben und werde in Zukunft gerne weitere Bücher von Kelly Oram lesen. Ich hatte 2023 ja schon zwei andere von ihr gelesen und fand die auch echt gut. Sind irgendwie so Jugendbücher mit Tiefgang. Hier hatte ich einige Cringe-Momente, zum Beispiel wenn Nates Brüder ihn mit körperlicher Gewalt festhalten, während sich ein fremdes Mädel auf seinen Schoß setzt und ihn gegen seinen Willen küsst. Das ist mindestens sexuelle Nötigung und es ist nicht okay, egal ob es jetzt einem Jungen oder einem Mädchen passiert. Nate muss einfach mit so vielen Situationen klarkommen, die höchst unfair und problematisch oder beides sind, dass es an manchen Stellen echt kein leichtes Buch zum Aushalten war. Aber wie er sich verhält, ist ein gutes Vorbild und man fiebert umso mehr mit, dass es ihm gut geht, er Grenzen setzen lernt und er sein persönliches Glück findet und nicht immer nur herumkommandiert wird und nach der Nase aller anderen tanzt. Sophie war eine unerträgliche Nervensäge, übergriffig bis zum Gehtnichtmehr und als Charakter, glaube ich, auch sehr überspitzt, vielleicht sogar Stereotyp gezeichnet, aber es hat Spaß gemacht, sie zu hassen. Deswegen gibt es von mir insgesamt für das Buch 4 Sterne. An diesem Wochenende, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, steht das Ergebnis, das Finale unserer Doppelmonats-Challenge leider noch nicht fest. Aktuell sieht es so aus, dass unser Team wahrscheinlich 4-mal das Alphabet durchgelesen hat und das gegnerische 6-mal. Dementsprechend wird wahrscheinlich das gegnerische Team einen kleinen Vorsprung haben, denn es gibt nochmal Sonderpunkte dafür, das komplett durchgelesen zu haben. Bin mal gespannt, aber es war zum Schluss hin wirklich nochmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gar nicht so einfach, insbesondere das Y zu erlesen. Für uns jedenfalls. Ja, aber es hat super viel Spaß gemacht und hat mich auch motiviert, zu Sachen zu greifen, wo ich sonst nicht so schnell zu gegriffen hätte. Diesen Monat war ich außerdem auf der Lesung von Ursula Poznanski zu Die Burg, wieder in einem Schiff auf der Elbe. Wir sind durch den Hamburger Hafen diesmal geschippert. Es hat super viel Spaß gemacht und war echt interessant, wie Poznanski dieses Mal auf die Thematik kam. Ihr Sohn war wohl Spielemaster bei einem Escape Room und hat immer wieder von den Pannen erzählt und was alles nicht so klappt. Und KI hat sie nur für das Lateinisch in dem Buch verwendet. Also war nochmal sehr interessant, insbesondere die Fragen zu hören und die Antworten darauf. In diesem Sinne habe ich außerdem diverse Escape Games gespielt im Februar. Und zwar habe ich Echoes, Mord of X und Draculas Erbe gespielt. Die haben beide Spaß gemacht. Das sind so Audio-Escape-Geschichten sozusagen, wo man einfach nur eine richtige Reihenfolge oder ja, Karten und Audio-Snippets in die richtige Reihenfolge bringen muss und dann erfährt man, was hinter der Geschichte steckt. Außerdem habe ich 3 Hidden Games Spiele gespielt. Die finde ich richtig gut. Einmal Express in den Tod. Das hatte was von Mord im Orient Express quasi. Die Auflösung hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich fand es auch eher für Fortgeschrittene. Dann habe ich Königsmord gespielt. Das war gut. Das hatte was von Cluedo, weil man unter anderem mit so Grundrissen gearbeitet hat und herausfinden musste, welches Familienmitglied wo wohnte beispielsweise. Das fand ich solides Mittelfeld und auch nicht zu schwer und auch die Auflösung war gut. Und dann habe ich ein absolutes Highlight und für mich echt bisher den besten Fall gespielt von Hidden Games und zwar Reif für die Insel. Es gab eine Inselkarte, man musste ganz viele Telefonnummern anrufen und bis zum Schluss war die Hauptfrage, warum das Mordopfer einen tödlichen Fahrradunfall die Klippen runter hatte, super nebulös und es hat richtig, richtig Spaß gemacht einfach. Kann vielleicht auch daran liegen, dass es auch wirklich in einer sehr schönen Umgebung gespielt wurde. Und zwar habe ich alle 3 eigentlich mit meiner Schwester gespielt und dieses im Speziellen an unserem Wellness-Wochenende. Wir waren nämlich in einem richtig tollen Hotel, wo man, ja, in der Lüneburger Heide, wo man Wellness-Anwendungen buchen konnte und wo es eine Sauna gab und einen Pool und wir hatten noch so tolle 3-Gang- und 5-Gang-Menüs gebucht. Das war unser gegenseitiges Weihnachtsgeschenk und es war einfach richtig, richtig schön. Ein ganz, ganz tolles Wochenende und dann kam das noch so mit dazu und es war wirklich Perfektion. Ihr habt schon gemerkt, es waren richtig viele Bücher im Februar. Ich habe mich selber ein bisschen erschrocken. Ich habe nämlich insgesamt 13 Titel gelesen, 4 Bücher,
8 Hörbücher und ein E-Book und das waren insgesamt 5448 Seiten oder Minuten. Auch von meinen Lesevorhaben habe ich richtig viel geschafft. Ich habe 3 Titel aus der 12 für 2024 Liste gelesen. Das war einmal Zorn und Morgenröte, Kalte Asche und Das irrationale Vorkommnis von Liebe, das war dieser Bonustitel sozusagen. Dann habe ich 2 Reihen weitergelesen, nämlich Wayfarer und David Hunter. Außerdem habe ich 2 Subsenioren erlöst, Wie man einen Lord gewinnt und City of Burning Wings. Und somit habe ich von der Subhöhe her bei den Büchern leider nur ein Buch abgebaut. Ich habe jetzt 157 ungelesene. Ich habe insgesamt zwar 7 gelesen, nämlich 4 wirklich auch haptisch gelesen und 3 als Hörbuch erlöst. Die 3, die ich als Hörbuch erlöst hatte, waren Die Galaxie und das Licht darin und City of Burning Wings sowie If We Were a Movie. Eingezogen sind aber 6 Stück. Und zwar gab es verschiedene Chest of Fandoms Vorbestellungen, die jetzt eingetrudelt sind. Einmal Happy Meat von Marie Grashoff. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon gekommen sein, kam dann aber jetzt erst. Und Beyond the End of the World von Amy Kaufman und Megan Spooner sowie Belladonna von Adeline Grace kamen jetzt im Februar an. Außerdem habe ich noch ein Buch vorbestellt, nachdem ich leider kein Rezi-Exemplar mehr bekommen habe. Und zwar Murder in the Family von Kara Hunter, hatte ich total Lust drauf. Und spontan habe ich dann noch 2 Sachen gekauft. The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent sowie Bride von Ellie Hazelwood, weil ich da schon gemerkt habe, dass ich die Autorin echt gut finde und dass ich da gerne alles von lesen möchte. Bei den Hörbüchern sind es 68 Ungehörte, das sind insgesamt minus 5. Ich habe nämlich 8 gehört und ich hatte ja 3 zwischenzeitlich temporär aus der Bibliothek ausgeliehen, nämlich, wie oben schon genannt, Die Galaxie und das Licht darin von Becky Chambers, City of Burning Wings von Lily S. Morgan und If We Were a Movie von Kelly Oram. Und das werde ich auch im März fleißig weitertreiben, damit ich endlich mal auch ein paar weniger Bücher auf dem Sub habe. Denn standesgemäß kommen im März und April sehr, sehr viele Neuerscheinungen heraus und auch bei mir an Vorbestellungen. Und dementsprechend muss ich da ganz, ganz dringend ganz stark gegenarbeiten. Das heißt, ich habe mir schon vorgenommen, für den März und für den April sehr, sehr viele Sub-Bücher als Hörbuch zu hören. Bei den E-Books ist endlich mal Bewegung drin. Ich habe jetzt 96 ungelesene E-Books. Das sind insgesamt minus 1, nämlich Kalte Asche von Simon Beckett, habe ich als E-Book endlich mal erlöst. Insgesamt habe ich somit 321 ungelesene Bücher, Hörbücher und E-Books. Das sind 7 weniger als im Vormonat und 8 weniger seit Anfang 2024. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lesemonat Februar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Lesemonat Februar so verlaufen ist, was euch besonders begeistert hat und was vielleicht auch ein kleiner Flop war. Ich freue mich auf eure Meinung und wir hören uns im nächsten Monat. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.